Es ist soweit. Beata baut ihr Haus um. Und das macht nicht nur viel Arbeit, da fällt auch reichlich Baustellenabfall an. Dass sich allerdings so viel ansammelt, hätte sie nicht gedacht. Und in die Restmülltonne gehört das nicht rein. Aber wohin nur mit dem ganzen Baustellenabfall? Sie hat eine Idee. Im ZAH-Abfallkalender und auf der ZAH-Webseite sieht man, was man machen muss. Also ruft sie an. Der ZAH bietet den Haushalten neben der Müllabfuhr auch eine Menge anderer Dienstleistungen an. Beata ist neugierig und vereinbart einen Termin, um Genaueres zu erfahren. Till, der Mann vom ZAH, informiert Beata, welche Dienstleistungen sie in Anspruch nehmen kann. Abfallberatung zum Beispiel, Kanalreinigung im Landkreis, wenn der Kanal vor dem Haus mal verstopft ist, Fäkalienabfuhr für Häuser mit Sickergruben und den Containerdienst. Beata bestellt einen Container. Da passt sicher alles dran. Einfach anrufen, wenn der Container voll ist, sagt der Fahrer. Und schon ist er zur nächsten Baustelle unterwegs. Platzprobleme hat Beata jetzt nicht mehr. Sie schmeißt alles, was sich angesammelt hat, in den Container. Doch halt! Till erklärt ihr, dass Plastikbauschutt nichts in den gelben Säcken zu suchen hat. Außerdem kann sie eine Menge Geld sparen, wenn sie den Baustellenabfall trennt. Plastikbauschutt, Metall, Holz und Elektrogeräte gehören nicht in den Container und sollten direkt bei den Wertstoffhöfen entsorgt werden. Sonst muss der Container in die Sortieranlage. Und das kann ganz schön teuer werden. Guter Tipp, sagt sich Beata und macht sich mit der ersten Fuhre auf den Weg zum Wertstoffhof nach Heinde. Till sagt ihr, dass es im Landkreis Hildesheim noch 5 weitere Wertstoffhöfe gibt. Wo? Das sieht man im Abfallkalender und auf der ZAH-Webseite. Die Dienstleistungen des ZAH umfassen Beratungsbüros rund um die Entsorgung, Containerdienst für verschiedene Mengen, Kanalreinigung und Fäkalienabfuhr und natürlich die Wertstoffhöfe im ganzen Landkreis. ZAH, immer für Sie da.